Und willkommen zu Let's Play Undertale, Part 23 von Nightmare 614. So, kurz am Ende. Letzten Part haben wir den Schlüssel von Sans bekommen. Da gehe ich jetzt aber nicht hin, dass. Ich muss später eh wieder backtracken, also dann mache ich das alles da. Jetzt kommt erstmal der Kampf. Und ich weiß jetzt auch ehrlich, was die Hundereste machen. Die machen, glaube ich, Items, die HP auffüllen, soweit ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall soll ich es mal wiederholen. Hundereste, okay. Keine Ahnung, ob es geht, aber. Kannst du mal ausprobieren. Hundereste. Hund-Item. Leuchtende Kristalle versteckt von einem Hund. Okay. Du verwendest Hundereste. Der Rest des Inventars wurde mit Hunderesten aufgefüllt. Oh, okay. Inkludiertes Puzzlespiel eines Hundes. Okay. Von einem Hund gesponnen ist jetzt zum Beutefang. Hundeförmige Schale von einer Hundehütte. Okay. Dreckiges Geschirr zurückgelassen von einem Hund. Auch schön. Ja, okay. Eins davon füllt alles auf. Einige nur 2 HP, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ist ein bisschen grau hier. Thronsaal. Speichern. Ja, bitte. Okay. Wo ging's hier nochmal hin? Ach ja! Oh. Ach ja. Schönes Innendekor. So monoton. Oh mein Gott. Es ist ein Sarg. Ein Name wurde eingraviert. Niles. Er ist leer. Ach, schön! Also Eskor ist ja eigentlich richtig putzig, aber er hat verdammt viele Kindersärge in seinem Keller. Oder waren das überhaupt alles Kinder? Ich weiß es nicht. Die anderen Menschen, die runtergefallen sind. Er hat auf jeden Fall viele Särge im Keller, sagen wir es mal so. Auch hier ist das ja schön. Hi. Dummdi-dumm. Oh? Ist da jemand? Einen Moment. Ich bin fast fertig mit dem Blumengießen. Das ist aber auch nicht was vor, du. Und das war's. Hi. Hallöchen. Wie kann ich... Oh mein Gott. Oh. Aha. Ich würde so gerne sagen, möchtest du eine Tasse Tee? Aber du weißt, wie die Dinge liegen. Ach, lass uns einfach Tee trinken und das Ganze vergessen. Wie wär's? Nicht? Och, Manu. Netter Tag heute, was? Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen. Perfektes Wetter zum Fangspielen. Zum Krepieren. Du weißt, was wir machen müssen. Wenn du bereit bist, betrete den nächsten Raum. Ich will echt nicht gegen ihn kämpfen, der ist einfach sympathisch, keine Ahnung. Okay, speichern. Es ist ein Thron. Ein weiterer Thron unter einem weißen Laken. Wem könnte der nur gehören? Wie spannend. Denke einfach, es wäre wie ein Besuch beim Zahnarzt. Das macht es nicht besser. Bist du bereit? Ich kann verstehen, wenn du es nicht bist. Ich bin genauso wenig bereit dafür. Speichern. Was ist das Ende? Ja, das Ende. Oh, okay. Schön. Hui. Das ist die Barriere. Das ist es, was uns alle im Untergrund einsperrt. Wenn du noch irgendwas zu erledigen hast, dann mach einfach, was du machen möchtest. Weiter! Keine Sorge, ich guck noch, wofür der Schlüssel ist. Ich weiß, wofür der ist, aber das kann ich auch später machen. Gehen wir erstmal sterben, wieder und wieder und wieder. Ich verstehe. Dann ist es also soweit. Bereit? Ha.
Ein komisches Licht erfüllt den Raum. Zwielicht scheint durch die Barriere. Es scheint, deine Reise wäre endlich zu Ende. Du bist erfüllt von Entschlossenheit! Yay, wir würden trotzdem sterben. Mensch. Es war nett, dich zu treffen. Lebe wohl. Och, Manno. Es greift an. Oh, ich liebe diese Musik, ernsthaft. Okay. Ich habe auch Wundereste. Also mal gucken, was mir das bringt. Hi! Du hast jetzt Esko, dass du ihn nicht bekämpfen möchtest. Sein Händen zittern einen Moment. Oh shit! Und ich verkacke jetzt schon! Oh Gott! Erneut, dass du nicht bekämpfen willst. Ja, okay. Sein Atem wird einen Augenblick komisch. Oh mein Gott! Oh, Scheiße, das wird schwer. Ich esse den Kuchen. Hab hier wieder hergestellt. Der Geruch erinnert Esko an etwas. Wie ist der Kuchen wohl, hä? Eskos Angriff sinkt! Eskos Abwehr sinkt! Deswegen habe ich ihn aufbewahrt! Ah! Oh mein Oh Gott! Nein! Oma! Ich verkack so. Das könnte etwas dauern. Das könnte echt etwas dauern. Oh Mann. Ich werde es verkacken. Ach, nö. Ach, nö. Oh, puh, okay. Und nur nicht das eine Feuerdingens von gerade. Das ist nämlich scheiße. Oh mein. Ah. Ah. Shit. Okay, soweit so gut. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das nicht hin. Wir sind tot. Oh Gott. Oh mein oh Gott. Wir werden verkacken. Oh, ich hab's nochmal benutzt. Upsi. Das wollte ich nicht. Oh, ich kann es aber wieder benutzen, oder wie? Oh, das ist... Warte, was? Ach so, Hunde... Was? Wie funktioniert das Zeug? Oh Gott, ich bin tot. Shit! Fuck, goddammit! Ich weiß nicht, haut Hundereste. Also machen die Hundesalat. Und den kann man essen. Okay, ich hab's. Es darf schon nicht enden. Ja, tut's aber. Tut mir leid. Nein, es bleibt entschlossen. Okay. Funktioniert das Zeug? Hundereste? Und hat man Hundesalat oder wie? Warte mal. Ich mach das jetzt weg. Wenn ich das benutze. Oder muss ich es im Kampf benutzen? Wisst ihr was? Ich benutze es im Kampf. Mal gucken, was dann passiert. Ich lasse jetzt einen übrig. Und dann müsste ich eigentlich den Rest voll mit Hundesalat haben. Glaube ich. Okay. Okay. Aber blablabla. Neuer Versuch. Das war gerade peinlich. Okay. Wie funktionieren diese Hundereste? Item. Hundereste. Okay. Soll ich nochmal Hundereste? Wie krieg ich diesen scheiß Salat davon? Oh, oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich diesen Salat davon kriege. Das gibt's doch nicht. Oh Mann! Ah, das ist. Ah, Tja. Hundesalat füllt HP auf, das weiß ich, aber wie krieg ich den von. Das ist ja auch egal. Oh. Senken wir erstmal alles. Senken wir erstmal alles von ihm. Ja, du hast mich getötet. Er nickt traurig. Oh, for fuck's sake. Ach komm. Ja, ich will ihn nicht bekämpfen, Alter! Och, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, oh Mann. Ja. Hör auf im Kämpfen, fuck nochmal. Erinnerung blitzen auf. Yes! Also! Okay. Okay, dann hauen wir mal drauf. Oh mein Gott! Ah! Oh. Soweit so gut? Soweit nicht so gut.
Okay, so weit, so gut. Okay. Ich hätte mich die Tammy auch mal holen sollen. Oh mein Gott. Fuck. Kuchen. Okay. Ja, sink mal schon alles, du. Okay. Du kannst ruhig den ganzen die ganze Zeit diesen Angriff machen, du. Damit komme ich gut klar. Oh mein Gott. Ficken. Oh Gott, damn it. Ich kann ihm nie ausweichen. Mann. Wisst ihr was? Ich kaufe gleich ganz viel Zeugs zum HP auffüllen. Und dann läuft das schon irgendwie. Zeug auf die Hundereste, die sind kacke. Ich weiß nicht, ob du Hundereste. Oh Mann, okay. 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 Läuft doch. Okay, so hört's gut. Es geht doch. Was passiert? Oh mein Gott. Oh nein, ich das schon wieder. Oh fuck. Ach, was soll's. Oh nee. Nein. Ach, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Böses Feu-Feu. Ganz, ganz, ganz böses Feu. Ah! Gott. Red ich nicht so schnell, Alter. Oh mein... Ah! Oh Gott. Kannst du nicht das die ganze Zeit machen? Das wäre echt schön. Das wird das ziemlich einfach machen. Oh nein. Oh nee, Moment, das geht. Ah! 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 Oh Gott. Ich soll vielleicht wieder auffüllen. Aber ich habe nur diese Kackhundereste immer noch. Shit! Ich hab doch nur eine Quiche! Okay, ich bin geheilt. Oh, aber nicht mehr lange. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay. Welche Hundereste machen denn was? Weißt du was? Ich. Oh mein Gott. Und? Wie kriege ich Hundesalat? Ach, was ist das? Oh Gott. Ha! Okay, hab's dabei geschafft. Oh mein Gott, jetzt habe ich noch eine Quiche. Zum Auffüllen. Ich will das Schneemantel nicht essen. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay. Ich glaube, ich hab verkackt, also egal. Ah, das schaffe ich! Komm schon! Nein! Oh Gott! Yes! Bam! Hui! Ah! So soll es also sein. Ich erinnere mich an den Tag, nachdem mein Sohn starb. Der ganze Untergrund hat die Hoffnung verloren. Neu wurde uns die Zukunft von den Menschen genommen. In meiner Wut habe ich einen Krieg angezettelt. Ich sagte, dass ich jeden Menschen vernichten würde, der hinunterfiel. Ich würde ihre Seelen verwenden, um wie ein Gott zu werden. Um uns von diesem schrecklichen Gefängnis zu befreien. Dann würde ich die Menschheit ausradieren. Und die Monster die Oberfläche in Frieden bewohnen lassen. Schon bald kehrte die offenen Leute zurück. Doch meine Frau war von meinen Taten angewidert. Sie verließ diesen Ort und wurde nie wieder gesehen. In Wirklichkeit möchte ich keine Macht. Ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte nur, dass jeder Hoffnung hat. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich möchte nur meine Frau sehen. Ich möchte nur mein Kind sehen. Bitte, junger Mensch. Dieser Krieg geht nun schon lange genug. Du hast die Macht. Nimm meine Seele. Und verlasse diesen verfluchten Ort. Jo, was werden wir denn wohl tun, hä? Oh, Cliffhanger.
Also ich hasse es ja, ich hasse generell Cliffhanger, aber welche zu machen ist eigentlich ganz lustig. Also das machen wir dann im nächsten Part, dann können wir es angucken. Miep, miep.